Ich bin Jana, Physikerin und neu an meiner Forschungseinrichtung. Ich spreche gerne über meine Forschung und will wissen, wie ich mich hier an meinem Institut einbringen kann. Darum besuche ich heute die Kommunikationsabteilung, um zu fragen, wie das hier so läuft. Hallo, schön, dass Sie extra vorbeikommen. Wir arbeiten hier eng mit den Forschenden zusammen. Das macht es für uns alle leichter. Gibt es hier Veranstaltungen, bei denen ich mitmachen kann? Das hat mir immer Spaß gemacht. Gleich nächsten Monat haben wir einen Tag der offenen Tür. Hätten Sie darauf Lust? Ja, gerne. Ich habe auch ein schönes Experiment, das ich zeigen könnte. Dann kommen Sie doch nächste Woche zum Vorbereitungstreffen. Und vielleicht interessiert Sie auch unser Training für Präsentationen ohne Fachvokabeln? Diese Workshops kommen immer sehr gut an. Das klingt gut. Ach ja, und wie läuft die Kommunikation ab, wenn ich zum Beispiel ein Paper publiziert habe? Bei medienrelevanten Themen, bei Themen, von denen wir glauben, dass sie die Medien interessieren, schreiben wir auf jeden Fall eine Pressemitteilung. Da könnten wir dann auch Bilder Ihrer Forschung gut gebrauchen, zum Beispiel auch für unseren Blog, Facebook und Twitter-Kanal. Ab und an machen wir auch Insta-Takeovers, um auch jüngere Zielgruppen zu erreichen. Kennen Sie das? Nein. Schauen Sie mal hier auf wissenschaftskommunikation.de. Da wird das Format erklärt und es gibt viele Tipps für Forschende. Spannend. Da schaue ich später gleich mal rein. Eine letzte Frage habe ich aber noch. Muss ich hier etwas beachten, wenn sich Medien bei mir melden? Meist fragen die zuerst bei uns an, ob wir Interviewpartner empfehlen können. Wenn sie sich aber direkt bei Ihnen melden, unterstützen wir natürlich gerne. Zum Beispiel bei der Vorbereitung auf ein Interview. Alles klar, da komme ich gerne auf Sie zurück. Wunderbar, schön, dass Sie hier waren. Ja, und bis bald.